absolut grausam und unpassend. Ich werde dieses Buch wegwerfen und nach einem anständigen Dschungelbuch suchen. Nur die Hälfte handelt von Mowgli. Die Kapitel sind zu lang fürs Vorlesen, für Kinder völlig ungeeignet, wertlos, ein wirklich schlechtes Buch für die Papiertonne. So klingen enttäuschte Kunden auf der Rezensionsplattform eines großen Internetbuchhändlers. Diese Bewertungen sind Ausdruck eines Missverständnisses, ausgelöst durch den Zeichentrickklassiker aus dem Hause Disney von 1967. Erwartet wurden die Mowgli-Geschichte vielleicht lustige und herzerwärmende Tiergeschichten, vor allem aber Kindgerechtes. Und was man erhält, die mitunter grausame Lehre vom Gesetz des Dschungels, Geschichten vom Leben und Überleben, vom Töten und getötet werden. Wir reden hier vom Dschungelbuch, besser gesagt von den Dschungelbüchern, denn es gibt derer zwei. Geschrieben im Jahr 1894 vom britischen Autor und Literaturnobelpreisträger Rudyard Kipling. Er schrieb diese Geschichten in Amerika für seine Tochter Josephine. Er selbst wollte damit etwas aus seiner Kindheit in die seiner Tochter bringen, denn er hatte seine frühe Kindheit in Bombay verlebt und war mit dem Erzähl- und dem Geschichtenkosmos Indiens aufgewachsen, der auch zu einem ganz großen Teil seine Geschichten, Gedichte und Romane, vor allem sein Meisterwerk Kim, prägte. Die Dschungelbücher sind tatsächlich Geschichten. Es gibt keine klar zusammenhängende Handlung. Es handelt sich nicht um einen Roman. Die berühmteste der Geschichten ist sicherlich die von Mowgli, jenem Menschenkind, das seine Eltern durch den Angriff eines Menschenfressers, eines Tigers verlor, von Wölfen dann aufgefunden und in ihr Rudel aufgenommen wurde. Und auch hier wird es um Kampf gehen, um den Kampf auf Leben und Tod zwischen ihm und seinem Erzfeind Shere Khan, jenem fußlahmen Tiger, der sich auf leichte Beute verlegt hat, wodurch er die Missachtung der anderen Tiere erfährt. Aber vor diesem fulminanten Duell lernt Mowgli noch den Dschungel kennen und dessen Gesetz, das dieser Welt ihre Ordnung gibt. Lernen tut er das unter anderem durch seinen Lehrer, dem Bären Baloo, eine Erfindung Kiplings, denn es gibt diese Art Bären weder in Indien noch im indischen Dschungel. Baloo erzielt dann seinen Schüler auch auf ziemlich brachiale Weise und er hat eigentlich so nichts von dem, was man aus der gemütlichen Disney-Variante kennt. Ja, wir lernen sie eigentlich fast alle kennen, die Tiere, die wir irgendwoher zu kennen glauben, den Panther Bagheera, den Python Ka, den Elefanten Hathi. Und doch sind sie alle anders. Einer fehlt übrigens, der Affenkönig King Louis. Denn diese Affen, die Bandalok, sie haben keinen König. Sie leben in Anarchie, in Unordnung und damit im Gegensatz zu dem Gesetz des Dschungels, wofür sie auch bitter bezahlen werden. Abgesehen von den Mowgli-Geschichten finden sich noch weitere Tiergeschichten, die im besten Sinne Fabeln sind, denn sie handeln nur vordergründig von Tieren. Da gibt es zum Beispiel Kotick, die weiße Robbe und Rikki-Tikki-Tavi, den tapferen kleinen Mungo oder den Elefantenreiter Toomai. Geschichten, die nicht selten durch ihre Düsterkeit und ihre Erbarmungslosigkeit für heutige Leser eine Herausforderung darstellen. Nein, vielleicht war das Dschungelbuch zu Kiplings Zeiten zumindest in seiner Welt und vor allem im Indien seiner Zeit als Buch für Kinder und Jugendliche geeignet. Für die heute von Walt Disney weichgespülten Kids ist das nichts mehr. Die scheinbare Moral der einen oder anderen Geschichte, wenn es sie denn gibt, mag uns manchmal verstören, auch die Handlungsweise der Figuren, vor allem Mowglis, der so ganz andere Seiten zu haben scheint, als man es ihm vom Vorurteil her zuzuschreiben vermochte. Ja, hier findet sich eine andere Wahrnehmung von Welt, Ecken und Kanten, an denen wir uns reiben und stoßen können und vielleicht auch müssen, zum Beispiel an der scheinbar vollkommen empathielos dargestellten Grausamkeit. Da ist nichts putzig oder niedlich, wohl aber anrührend, faszinierend und tatsächlich spannend. Vor allem aber ist es Poesie, dank einer unvergleichlichen Sprache. Es ist ein altes, archaisierendes Englisch, dazu Begriffe und Namen in Hindi, eine hochpoetische Sprache mit einer ganz eigenen Kraft, wenn man denn über eine angemessene Übersetzung verfügt. Es wäre falsch, wenn man die Dschungelbücher nur als Geschichtensammlung liest. Sie sind auch eine Sammlung von Gedichten, die die Geschichten begleiten. Auch das macht sie besonders.
Die Dschungelbücher sind eben nichts Glattgebürstetes, sie sind nicht weichgespült und nicht leicht konsumerabel. Das nennt man Weltliteratur.